Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Und an die Leiche im See. Und was Jacob sagte? Ja, stimmt. Hört endlich zu. Diese Leute sind nicht das, was ihr glaubt. Ich schwöre. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ernsthaft? Es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze! Schön, mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil es von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Bist du sicher mit dem Weg?
So ziemlich, ja? Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin. Aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, und schnell! Oh. So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Das Blut durchscheut das Nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Muss wohl.
bestimmt noch von den Arbeitern. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Scheiße. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Sieh dir das an. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Auf damit! Oh Mann, ist das hoch! Wow! Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ordentlich tief. Oh. Wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich pass also in keine Schublade, oder was meinst du? So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause, weißt du? Früher, zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch.
Oh, du bist aber echt bescheiden. Ich sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Ich mag beide. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Danke fürs Helfen. Du brauchst meine Hilfe nicht. Sieht gut aus. Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut, dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Was ist denn hier passiert? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts, hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja, und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Halt. Was? Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Jacob? Emma? Lindsay? Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arschkumpel.
shit! Es brennt! Halt. Oh mein Gott! Tut mir halt. So leid! Dylan, tut mir so, so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid! Ich hatte voll Schiss und dachte... Er ist kein Pfeffer! Was? Lufterfrischer! Oh. Ja. Was anderes war nicht im Van. Dylan, deine, Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du es hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Sei leise. Sei du leise. Das Teller. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Shit. Armes Kind. Riesenkorb. Wer ist Bobby? Himmel!
Ganz sicher niemand sonst? Nein. Nein. Schon gut, ist okay. Ich glaube, keiner hat uns gehört. Dich gehört? Jacob! Hey, ich bin's! Himmel, was ist mit dir los? Steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung. Okay. Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit einem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Laura! Was hast du getan? Willkommen. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient.
Die Lebenden, die Harmonie in ihrem Zwist, beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Details? Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Tja. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Keiner wird mich mehr so behandeln wie vorher, stimmt's? Manche nicht. Scheiß drauf. Kämst du klar mit einem Einhändigen? Ich glaube ja nicht, dass es hier um mich geht, oder? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Oh, Scheiße. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Wieso bist du immer so positiv? Ach, wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist.
Machst du deswegen das Internetvideo-Dingsy? Internetvideo-Dingsy? Wie auch immer du es nennst. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune, indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Na scheiß Nacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Hört sofort auf! Konstanz. Was zum Teufel ist hier oben los? Wach auf. Wach auf. Liebling. Komm schon. Wach auf. Wach auf. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis.
kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Hier echt Bären? Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse!
Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Das wird jetzt alles andere als angenehm, was verspreche ich dir. Schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Bitte! Du Messerdieb! Ja! Nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Laura! Wow, wow, langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja,
Ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir es oder nicht? Weich und saftig für dich. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar.
einer Dokumentation enden. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Wer ist T? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm.
Da. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay.
So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn.
alles okay? Ah, oh, wow, ja. Okay, das war knapp. Mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na, egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Vorsichtig. Yep. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Shh. Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Hey!
hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Nein! Oh, was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh! Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas! 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 Thank you.
Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn. Gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ich habe so viel für dich getan. Tisch, hilf mir. Okay, gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar, klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm.
endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Agers Bruder, vielleicht? Klar, klar. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Wie lange ist der Typ schon hier? Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Ich suche weiter. Harem Scarum. Nein, einfach nur nein. Wir haben schon genug um die Ohren, ohne noch mehr Scheiß.
Was ist das? Bildkameraaufnahmen. Als würden sie was suchen. Ja, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht. Erinnert mich an Mr. H.'s dämliche Ansagen. Wow. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ah, rest in peace, Megafon. Habe ich das Emblem gesehen? Was ist das? Ein Ring mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Armer Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Eigentlich. Ziemlich passend. Wir haben ein Maskottchen? Nein, hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Wie blöd. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecate. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Showtime, Motherfucker. Was für eine Scheißnacht. Es tut mir einfach unfassbar leid. Tut es so leid. Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir.
War das zu viel verlangt? Shit. Vom Eulen wird's nicht besser. Da draußen los? Sollten wir die anderen suchen? Nein, wir sind hier sicher und bald ist morgen. Was zum... Was war das denn jetzt? Es ist Caitlin! Oh, Scheiße. Wir müssen sie reinlassen. Geht nicht, das ist von außen abgeschlossen. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Silberkugeln. Unser Timing stimmt. Geben wir sie ihr, wenn sie kommt. Falls sie jetzt kommt. Stop.
Es war eine bewegte Nacht, findest du nicht? Der Kreislauf geht weiter für manche von uns. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Doch weniger als ich erwartete. Ein Band eint uns, dich und mich. Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt. Diese Nacht ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Taten nicht vergessen. Aber komm ja nie, niemals nach Hackett's Quarry zurück. Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen, werde ich dich ewig verfolgen. Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein. Ich sitze dir im Nacken, auch wenn du mich nicht siehst. Kehrst du jemals zurück, jage ich dich bis an dein Lebensende. Come follow me. Sommercamp-Tragödie. Bärenangriff mit mehreren Todesopfern. Was sagst du dazu, Anton? Mehrere? Das ist ja ganz toll. Klingt, als würde die Polizei die Leichen nicht mal alle zählen. Stattdessen heißt es da wohl nur 1, 2, 3. Ach, weißt du was? Lass uns einfach mehrere sagen. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und sie dürfen diese Infos noch nicht rausgeben. Manchmal bekommt man nur sehr schwer Informationen aus der Polizei heraus. Vor allem, wenn man Expertin für Paranormales ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay,
Also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Sieh mal, offenbar wurde noch eine Leiche gefunden. Wow, du kannst mir doch nicht einfach ein Foto von einer Leiche zeigen. Warn mich wenigstens. Okay, von vorne. Anton, darf ich dir ein Foto von einer Leiche zeigen? Nein! So wird das nichts, Anton. Na gut, von mir aus. Eine Leiche. Okay, was genau sehe ich mir da an? Das ist einer der vermissten Wanderer. Erinnerst du dich? Klar, der Teil der Story, der wahr ist. Ja, Ed Benson war sein Name. Er wurde im See ertränkt. Okay, wurde ertränkt oder ist ertrunken? Lass doch die Spitzfindigkeiten. Von wegen Spitzfindigkeiten. Wenn er ertrunken ist, war das ohne Fremdeinwirkung. Wenn er ertränkt wurde, dann von jemand anderem. Also, dann habe ich genau das angedeutet, was ich andeuten wollte. Ich habe zwar keine Beweise, aber... Natürlich nicht. Was, du tust ja so, als hätte ich ständig keine ja, Beweise. Ja, das ist fake. Gut, aber ich glaube wirklich, dass er ertränkt wurde. Okay, weiß die Polizei was davon? Zählen die Hacketts zu den Verdächtigen? Okay, okay. Ich mag, wie du dich da reinhängst. Denk mal nach. Die Zeitung schreibt, dass er noch vermisst wird. Aber das Foto zeigt ja wohl, dass er gefunden wurde. Okay, nicht vermisst, sondern gefunden. Aber ja. Warum sollten sie behaupten, dass er noch vermisst wird? Es ist eine Verschwörung. Es wird vertuscht. Sie stecken alle mit drin. Wer steckt mit drin? Die Hacketts? Die Hacketts, die Northkill Gazette. Ich sag dir, ich hab denen nie getraut. Okay, okay, der Wanderer ist also tot. Aber was ist mit seiner Begleiterin? Anne Radcliffe? Sie wird noch vermisst. Aber wer weiß, wie viele Leichen noch da unten liegen. Also, ich weiß nicht. Das ist nicht gerade beweiskräftig. Es tut mir ja leid, dass der Typ ertrunken ist, aber das klingt nach viel Lärm um nichts. Oder vielleicht möglichst wenig Lärm um etwas... das vertuscht werden soll. Hey, verdreh mir bloß nicht die Worte im Mund. Na schön,
Weil ich wusste, dass du zweifeln würdest, habe ich noch das hier für dich. Oh, zeigst du mir jetzt endlich Geister-Ektoplasma? Streck mal dein Händchen aus. Ich habe ein Schmuckstück für dich. Was ist es? Geleakte Fotos von der Kamera der Wanderer. Diese Fotos zeigen sie vor Ort in Hackett's Quarry. Und? Vielleicht waren sie ja dort und haben die Kamera verloren. Kommt vor. Ja, sie haben sie verloren, als sie ermordet wurden. Und? Ihr Gepäck wurde auch dort gefunden. Nein, ehrlich? Gibt es davon etwa auch Fake-Fotos? Oh, bitte. Gut, du hast also ein Foto von Gepäck. Das könnte jedem gehören. Es sieht aber so aus wie auf den Kamerafotos. Und da ist ein Monogramm mit Initialen drauf. Glaube ich. Könnte auch ein Wasserschaden sein. Wer weiß. Ja, gut. Ist mehr als nichts. Das gebe ich zu. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay. Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache. Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl sieben, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar um Hektar. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Zurück bei Bizarr oder Banal. Anton, heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön. Das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung. Ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte, aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor, etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lasse meine Zweifel außen vor.
fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh, scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Das ist verrückt. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Hey, wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, Anton, ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay, das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wäre sie auf dem Mountainbike montiert, würdest du dir das ganze Video reinziehen. Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh's dir trotzdem an. Okay. Das ist... ein Bär? Das soll ein Bär sein? Das ist nie im Leben ein Bär. Dann eben ein, dünner Bär? Sieh hin. So scharfe Bilder von einer solchen Kreatur habe ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hackett's überhaupt solche Videos auf? Tja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Ich hab keinen Schimmer. Was denn für ein dünner Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist die voll sind traurig. Doch fett. Oh. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid, die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hackett's kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Genau das gilt es zu klären. Es sieht bearbeitet aus. Findest du nicht? Ich glaube nicht. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Verdammt, was ist das? Bizarr. Nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Mann. Da ist noch etwas. Ja? Das passiert mit einem Negativfilter. Was ist das? Na sieh, die Hexe von Hackett's Quarry. Siehst du? Der Kreis schließt sich. Das könnte alles Mögliche sein. Sieht kaum wie ein Mensch aus. Ich meine, wie heißt das, wenn man im Kartoffelpüree Gesichter sieht? Wie kannst du immer noch Zweifel haben? Was willst du hören? Wenn ich etwas nicht selbst erlebe, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass es gefälscht ist. Okay, und was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Hm. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in, Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Also, was wir hier haben, könnte die Hackett-Familie belasten. Oder was von ihr übrig ist. Was, du glaubst dran? Weiß nicht, aber wir sollten es wem sagen. Die Polizei muss davon wissen. Also glaubst du es alles? Nein, ich... nicht das Übernatürliche. Ich rede von den Morden an diesen Wanderern. Es gibt eine Leiche und Beweise, dass sie dort waren. Das ist echt Grace. Und spricht gegen die Hackett. Ja, könnte eine heiße Spur sein. Wir haben einen riesen Haufen Beweise. Ja. Und was machen wir? Den Podcast beenden und es jemandem melden? Was? Nein.
Anton, endlich geht hier mal was. Das wird voll aufregend. Hey, wir haben da was Echtes. Wir haben echte Leute, die echt gestorben sind. Das ist echt abgefahren. Grace, du hast es geschafft. Nimm den Sieg mit, wir schalten hier ab und melden es. Echt. Nein, sag lieber noch ein paar Mal echt. Arschloch.